Wir sind Alessandra und Björn. Das ist Woche 17 beim Overlanding in Südamerika. Diese Woche fahren wir die legendäre Carretera Austral. Vor uns liegen 1000 Kilometer Dirt Road. Hoffentlich hält unser Volkswagen T3 das durch. Bevor es losgeht, lass am besten noch ein Abo da. Für dich ist es gratis und du unterstützt uns damit. Wir sind Nomaden. Wir sind frei. Zu Hause auf der Straße. Leben in der Natur. Zu viert in unserem VW-Bus T3. Die Welt ist ein Wunder. Ein Wunder, das wir mit all unseren Sinnen entdecken wollen. Zurzeit sind wir in Südamerika mit dem Ziel, den ganzen Kontinent zu bereisen. Kommt mit und steigt ein. Es geht los, es geht los. Das nächste Abenteuer startet. Wir sind unterwegs auf der Carretera Austral. Es geht Richtung Süden. Wir haben Coyhaique verlassen und unser Ziel, also unser weit gestecktes Ziel, ist Villa O'Higgins. Das ist der südlichste Punkt, den man mit der Straße in Chile erreichen kann. Danach muss man halt mit dem Boot weiter und nach Feuerland, aber so kann man der südlichste Punkt. Da wollen wir hin. Das sind insgesamt 600 Kilometer. Wir wissen nicht, wie viel davon Gravel Road ist, ob wir da am Ende hinkommen, ob wir es nervlich und technisch aushalten. Aber das Abenteuer startet und es sieht jetzt schon so unglaublich aus. Das ist unglaublich. Diese Landschaft ist so wunderschön und wir sind absolut happy, dass es weitergeht. Ja, die Carretera Austral, die ist 1200 Kilometer, glaube ich, ne? 1200 Kilometer lang und zu 50% asphaltiert, der Rest ist Schotterpiste. Und wir haben jetzt mal schnell ca. 100 Kilometer Asphalt hinter uns gebracht und sind recht schnell vorwärts gekommen. Aber das hat sich jetzt erledigt, es gibt keinen Asphalt mehr. Von hier bis Villa O'Higgins ca. 500 Kilometer Schotterpiste. Wir fahren langsam, weil beim letzten Mal ist uns ja nur der Turbo kaputt, also nicht der Turbo, aber es ist alles so verdreckt gewesen, dass wir gar nicht mehr fahren konnten, wirklich. Und wenn du so ein bisschen langsamer fährst, so 30, 40, dann staubt es nicht so. Mit 80 zieht man hier eine Staubwolke hinter sich her, die schier unglaublich ist. Aber die Landschaft ist wunderschön. Also grün, bewaldet, schneebedeckte Berge, das ist echt ganz toll. Und türkisfarbene Flüsse, einzigartig schön. Schau mal die Pflanzen, die Blätter, das Ochas, Encima. Riesig. Boah, ey, das ist so anstrengend. Also, lass mal hier gucken, dass ich mich nicht hinpacke auf dem Boden. Das ist hier ganz schön steil. Also erstmal kann man neben der Carretera Austral fast nirgendwo anhalten, weil fast alles privat ist. Aber das ist gar nicht der Punkt. Dieses Ripio, diese Rippelpiste, die macht einen echt fertig. Und mit privat meine ich, selbst der Fluss ist privat. Aber es interessiert mich ein Scheiß. So, also, erstmal ans Wasser. Oh, ist das schön. Guckt euch das mal an. Und bah, ist das wunderschön. Die Hunde freuen sich auch mal draußen zu sein. Diese Rippelpiste fahren, die, das ist ganz schön anstrengend, ey. Und so staubig heute, also mir tut richtig der Hals weh. Total trocken, also.
Und wir kommen halt echt sehr langsam vorwärts, wir fahren 30, 40, die fahren ja alle 70, 80, ich habe da keinen Bock drauf. Zumal mir dann wieder mein Turbo hinten zustaubte. Auf jeden Fall, ja, machen wir jetzt erst ein Päuschen, essen was und fahren dann weiter. Das einzigartig Schöne, wirklich einzigartig schön. Es gibt hier so krasse Pflanzen, also mit Blättern, die so fast so groß sind wie unser Auto. Also echt unglaublich. Es kann ja nie laufen ohne. Wir wollten gerade zwei Anhalter mitnehmen, die hier standen und gebeten haben, dass wir sie mitnehmen. Und was passiert? Was passiert? Unser Hauptwassertank ist abgerissen. Das ist echt die Halterung abgerissen. Also wir sind jetzt 200 Kilometer Ripio gefahren und es ist die blöde Halterung abgerissen. Guckt euch das mal an. Also bisher waren wir hochzufrieden. Zwei Jahre lang hat es gehalten. Alles super. Jetzt reißt uns der Tank ab. Voll beladen, 60 Liter. Ja, jetzt haben wir den erstmal provisorisch repariert. Mit einem Seil. Ist jetzt nicht besonders schön. Aber wichtig ist, dass wir mit diesem Ding in irgendeiner Art und Weise weiterkommen. Weil hier kann ich jetzt eh nichts machen. Ich habe alles dabei. Also ich habe die Halterung, die Aufhängung dabei. Ich habe noch eine neue Pumpe dabei. Ich habe wirklich alles für den Tank dabei. Das heißt, wir können den ohne Probleme reparieren. Aber ja, was soll's. Auf jeden Fall sei Dank den beiden Anhaltern, Diego und Natalia, die sitzen hinten drin, da, die beiden dort, da. Deutsches YouTube. Genau, und nur deshalb haben wir das herausgefunden. Ich habe schon die ganze Zeit gehört, habe gedacht, sag mal, ist das jetzt das Radlager, weil es immer so ein Dritt gehört. Aber es war die Schraube, die auf dem Boden geschliffen ist. Und zum Glück haben wir angehalten, dann habe ich erstmal geguckt und sehe, dass der Tank, die Aufhängung weg ist. Besser als wenn der ganze Tank abfliegt und wir drüber fahren. Ja? Also insofern Glück im Unglück, wir reparieren das, ich brauche jetzt nur einen festen Platz, wo ich ihn hochheben kann. Und dann machen wir das Ding wieder in Ordnung und dann können wir doch wieder aufladen. Wir haben jetzt erstmal alles Wasser abgelassen, damit es ja nicht so schwer ist. Dann zieht es auch nicht so an der Aufhängung. Ja, und dann sollte das gehen. Es ist ein nicht endendes, na gut, aber es gehört zum Overlanden dazu. Es ist einfach beim Overlanding so, dass man durchgehend natürlich auch Autoprobleme hat, weil die Strecken, die wir fahren, die sind ja nicht Autobahn oder normal, sondern das ist halt eben einfach, wie ihr seht, wackelt alles, es quietscht alles und wir fahren seit mittlerweile 200 Kilometern schon wieder Offroad, also insofern, nein, 150 sind es, also insofern ist es, denke ich, normal, dass dabei auch mal was kaputt geht. Also, ihr seht mich also wieder schrauben in den nächsten Tagen. Ja, ihr seht ja, es ist schon wieder spät geworden. Also, was ist jetzt 9, aber die Sonne ist schon weg. Aber dafür haben wir den echten Mega-Ort, echt direkt an einem See. Da hinten scheint noch ein bisschen die Sonne. Der See ist türkisfarben, das ist jetzt ein dunkles Türkis. Am Morgen mit der Sonne wird es bestimmt hammerschön. So, ein toller Ort zum Autoschrauben, was will man mehr? Auf jeden Fall total cool, man kann auch da drin sein in dieser Hütte. Und in der Hütte ist in der Ecke eine Feuerstelle, dass man drin Feuer machen kann, wenn es kalt wird. Und eben bei Wind und Wetter dann trotzdem einen coolen Ort hat, weil hier wird das schon richtig kalt, hier sind weit im Süden schon wieder. Und sind auch schneebedeckt, die Berge, und das sind gerade mal, das sind vielleicht 300 Meter Höhenunterschied, da liegt schon wieder Schnee. Ja. Werde ich mich morgen mal unter das Auto klatschen, den Tank machen und dann, wenn wir fertig werden, kommen wir weiter, wenn nicht bleiben wir. Auf jeden Fall gibt es jetzt noch was zu essen, ein Feierabendbier, und das war's für heute. Wir sehen uns morgen. Ciao. Morgen. Schöner Morgen, schöner Anfang, schöner Ort, unglaublich. Aber wir haben ja zu tun
Uns hat ja nun mal die Wellbrechpiste, die Ruckelpiste, unseren Wassertank abgerissen. Und den muss ich heute reparieren, weil sonst kommen wir nicht weiter. Und wir haben ja auch kein Brauchwasser dabei. Wir haben alles gestern abgelassen, damit der nichts mehr wiegt, damit mir das Ding da unten nicht rausreißt. Und ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir den irgendwie wieder festkriegen. Ich habe zum Glück alles mitgenommen. Ich habe mir schon gedacht, meine Aufhängung ist schlecht, die ich gebaut habe. Ich habe ja mal ein Video gedreht. Wir haben das vor 2 Jahren gebaut. Es hat jetzt 2 Jahre gehalten. Vor 1,5 Jahren haben wir das Video rausgebracht. Also falls ihr Bock habt, das zu gucken, ich habe das hier oben verlinkt. Da ist drin, wie wir diesen Tank gebaut haben. Ja? Und als der abgerissen ist, habe ich gedacht, ja, jetzt ist deine... Also ich habe es ja ein bisschen modifiziert sozusagen. Ich habe es ja nicht so gebaut, wie das per Anleitung ist. Jetzt habe ich schon gedacht, ja, mir ist da die Schraube rausgerissen, die ich da reingebaut habe, dass es an mir läge. Nein, nein, Materialermüdung. Die Halterung, ich zeige euch das gleich, die Halterung, die diesen Tank hält, die ist einfach in der Mitte durchgerissen. Das wäre die auch, wenn ich das installiert hätte, wie es nach Bauanleitung ist. Das heißt also, ich fühle mich zumindest mal nicht schuldig. Aber nichtsdestotrotz ist der Tank ja trotzdem kaputt. So, das heißt, wir werden jetzt den Tank ganz ausbauen. Das ist ein bisschen blöde Arbeit. Haben hier extra uns einen Ort gesucht, wo ich die Seite ein bisschen höher machen kann, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Wenn der raus ist, kann ich dann ein neues Band reinsetzen und dann setze ich ihn wieder ein. Und dann sollten wir eigentlich auch durch sein und ganz normal weiterfahren können und den auch ganz normal weiter nutzen können. Ja, und guck mal, 60 Kilo. Das ist die vordere Aufhängung, das ist die hintere Aufhängung. Die ziehen da ganz schön dran. Das ist eine 10er Gewindestange. Also schon ordentlich, aber ich habe keine neue, deswegen muss ich die leider wieder verbauen. Und hoffentlich kriegen wir das hin. So, ihr seht ja, Tank ist raus. Das ist so krass staubig hier von der Rüttelpiste. So, und jetzt kann ich diese Aufhängung hier neu machen, also dieses Ding hier auf der Seite neu machen. Und dann haben wir es auch erledigt. Es sollte eigentlich recht schnell jetzt gehen. Ja, ich arbeite. Die Kulisse ist wunderschön. Und was macht Alessandra? Die sitzt am See. Hey, Babe. Ist du willkommen, oder? Gemütlich? Absolut. Schön. Cool. Ja. Ja, cool, hat geklappt. Und war auch gar nicht so schwierig, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, das ist jetzt mehr Arbeit, aber es ging eigentlich ganz gut. Es waren jetzt vielleicht 2 Stunden mit Ein- und Ausbauen. Ich habe alle 4 Halterungen erneuert, damit mir nicht denn als nächstes eine der anderen Halterungen abkackt. Und vielleicht mal hier noch ein Feedback für alle oder meine Meinung für alle, die eine Weltreise vorhaben oder überhaupt Overlanding vorhaben. Baut euer Fahrzeug selber. Diese ganzen gekauften Fahrzeuge und wenn man dann nicht noch Kfz-Mechaniker ist oder wirklich jede Schraube kennt, dann ist man in solchen Situationen halt einfach aufgeschmissen. Wir wussten, welches die Schwachpunkte sind. Wir wussten auch, was wir an Ersatzteilen mitnehmen müssen. Und dementsprechend, falls sowas passiert wie jetzt, dann kann ich es eben wirklich selber reparieren. Ich könnte es selbst mitten in der Wüste irgendwo selber reparieren. Also es ist egal wo. Ich brauche keine Ersatzteile, keine Hilfe, kein nichts. Und jeden Schritt, den ich mache, mache ich ja schon zum zweiten Mal, weil ich ihn ja beim Einbau schon einmal gemacht habe. Das heißt also, ich kann auf meine eigene Erfahrung zurückgreifen. Und das hilft uns sehr. Beim Motor sieht es anders aus, da habe ich nicht wirklich eine Ahnung, weil ich kein Kfz-Di bin. Aber alles, was die gesamte Technik des Autos betrifft, unseren Wohneinbau, den haben wir eben selbst gemacht. Und dementsprechend war es jetzt ziemlich einfach, das zu machen. Wir sind glücklich. Heute werden wir den Tag hier am See genießen, weil es einfach wunderschön ist und gar keinen Bock mehr haben, uns jetzt zu stressen und gleich wieder auf diese Rüttelpiste zu gehen. Und morgen geht es dann weiter.
Ach, wie schön. Also auf der einen Seite sind wir traurig, auf der anderen Seite müssen wir weiter. Wir verlassen diesen traumhaften, wirklich traumhaften Ort. Es ist wunderschön hier. Und nach 2 Tagen, wir waren jetzt 2 Tage hier und wir sind ja hierher gekommen, waren total gestresst. Also nach 200 Kilometern Ripio und Tank reparieren etc. war das einfach... war wie so eine Erdung, also man ist wieder völlig normal. Unser Ziel bleibt Villa O'Higgins. Mal schauen, wie weit wir kommen. Unser heutiges Ziel ist, wenn wir weiterfahren, Cochrane, ne? Mhm. Ja. Also, schaut euch das an, das ist einfach... Ciao, mach's gut. Ja, wenn wir schon dabei sind, wo es jetzt lang geht, dann machen wir es auch richtig. Wir haben ja beim letzten Mal die Karte vergessen und diesmal vergessen wir sie nicht, weil jetzt wird es nämlich kompliziert. Wir sind ja, wir sind in dem letzten Video, sind wir von Comodoro bis nach Rio Majo gefahren und sind dann rüber über die Grenze, diese Dirt Road, das sind 180 Kilometer hier, die sind wir nach Coaike gefahren. So, das war unsere Strecke. Und in Coaike saßen wir dann nur erstmal fest. Jetzt gerade sind wir an einem total schönen Ort. Und zwar ist es, jetzt muss ich mal genau gucken, hier ist es auf der Karte ein bisschen kleiner alles. Genau, wir sind jetzt gerade, hier war der wunderschöne See. Das heißt, wir sind von Coaike, die 7, hier runtergefahren. Das ist die Carretera Austral. Und sind dann hier... So, hier lang. Und hier war dieser kleine See, an dem wir waren. Und jetzt fahren wir hier zurück, weil wir wollen ja jetzt weiter. Und heute wollen wir bis nach Cochrane. Cochrane heißt es. So, und dann ist unser weiteres Ziel, dann geht es nochmal hier 400 Kilometer Dirt Road. Erst bis nach Caleta Tortel, das ist hier. Und dann wollen wir... grundsätzlich bis ans Ende der Carretera Austral fahren und das ist Villa O'Higgins, das ist hier unten. So, und weiter kommt man denn auch nicht. Also es gibt jetzt hier keine Straßenverbindungen mehr. Man kann von hier auch nicht nach Chile, nach Argentinien rüber, hier gibt es keine Grenzübergänge mehr, hier ist einfach Schluss. So, und dann müssen wir umdrehen und dann langsam wieder Richtung Norden. Jetzt 50 Kilometer vor Cochrane. Oh, ich glaube, es heißt Cochrane, ne? Also wir glauben, dass es so ausgesprochen wird. Cochrane. Auf jeden Fall ist es hier staubig. So staubig wie noch nie. Das hört überhaupt nicht auf, staubig zu sein. Also vor uns fährt gar keiner, aber es sieht trotzdem aus wie Nebel. Und neben uns ist total der wilde Fluss. Also der wasserreichste Fluss Chiles und vor allem der ist türkisfarben und hat lauter Strudel, das sieht so krass aus. Ja, und wir wollen jetzt kurz vor Cochrane, sollen wohl 2 Flüsse sich treffen. Ich denke mal, das wird der hier und ein anderer sein. Jetzt wollen wir uns noch angucken und dann wollen wir es heute noch bis Cochrane schaffen. Das müsste jetzt noch eine Stunde Fahrt sein, Sonne geht langsam unter. Also, naja, wenn wir nicht ankommen, machen wir halt einen Stopp auf der Mitte. Aber wenn man hier stoppt, ist es halt total ätzend, weil es so staubig ist, dass denn, wenn du da morgens aufwachst, dann musst du erst mal wie Schnee schaufeln vom Auto. Das ist richtig krass. Also, ja, naja, auf jeden Fall machen wir das jetzt. Und dann gibt es heute was Leckeres zu essen und mal schauen. Wow. Richtig krass. Es sieht so krass schön aus. Mann, was für ein Ort, ey. Es ist so surreal. Oh, unglaublich, oder? Ja, Rio Baker. Rio Baker heißt der, genau.
Wir sind in Cochrane. Also Cochrane ist nun wirklich die letzte Hoffnung. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Ort hässlich, da kann man so nicht sagen, ist halt hier einfach, wir sind hier so weit im Süden, dass hier einfach mal 7 Monate Eis herrscht. Es ist hier richtig kalt. Also jetzt gerade nicht, aber im Winter halt. Und der Ort ist so völlig zugestaubt. Ja, der letzte größere Ort, den es hier im Süden gibt, danach ist nun wirklich gar nichts mehr. Das ist ein bisschen, oh, hier stinkt es auch ganz komisch. Also auf jeden Fall, ja, nicht, kein besonderes Highlight. Ich gucke mir jetzt mal ein bisschen Cochrane an. Und ihr seht ja schon, das ist an vielen Orten ziemlich zerfallen. Also hier war mal mehr los oder hier waren mal mehr Leute, aber wer tut sich das schon an? Ja, also ja, viel Tourismus ist hier halt auch nicht. So ist das. Aber jetzt gehen wir mal gemeinsam gucken, was es hier gibt. Vielleicht entdecken wir ein paar Sachen. Und wenn nicht, gibt es auf jeden Fall einen schönen Bäcker, wo es was Leckeres gibt. Oder vielleicht ein paar Informationen einholen, wo man hier vielleicht angeln kann. Ich habe ja wieder kein Glück gehabt. Es hat ja wieder nicht geklappt. Aber es gibt jetzt, wie gesagt, keine Angelvideos mehr, sondern es gibt nur noch Erfolgsvideos. Wenn ich einen Fisch fange, dann filmen wir das. Aber den Prozess selber, der ist ja sowas von langweilig. Und vor allem bisher komplett erfolglos. Gut, na denn. Ja, Cochrane. Wir haben doch noch das Highlight von Cochrane gefunden und wieder mal bei Roadhouse Bus. Wir fressen uns durch den Planeten. Es gibt Karottenkuchen-Torte, wirklich mit Buttercreme und Mandeln. Und die riecht so fantastisch, die riecht so einzigartig gut. Also richtig geile, wie sagt man? Bäckering. Ja, nicht so eine normale Bäckerei, so artisanal, so eine Handwerksbäckerei, so eine richtige. Wie früher, wie es ja bei uns eigentlich fast nicht mehr gibt. Sie? Ja, gerne. Und in einer Qualität und mit einem Geruch. Wir haben Vollkornbrot gekauft, die machen selber Snickers. Oh, ist das gut. Ist wow. Das gut. Oh, ist das gut. Ist das gut. Soft. Mh. Mm. Mh. Wow. Mh. Mm. Mh. Es geht die 3-Minuten-Regel, es wird alles gegessen. Schon Erfolg? Haben wir einen Fisch? Nein. Okay, dann muss ich aufhören zu filmen. Ich habe gesagt, wir zeigen nur noch, wenn wir Fische fangen. Lecker, also schmeckt echt wie Quiche. Was will man mehr? Camping in der Wildnis und eine Quiche Lorraine oder eine Quiche mit Zwiebeln. Echt super lecker. Como esto lo recogéis y se seca, ¿no? Sí. Y después lo trabajáis para que bien, para hacer papel. Se seca, queda como ahí. ¿Ok? Y se farda. Ok. Ah, oh, vale. Muchas gracias. Cuando vaya para allá, no lo veis más antes de aquí. Bien, gracias. Muchas gracias, señor. Ah, buen día. Hasta luego.
We made it! Wir sind angekommen. Und die Lust auf Villa O'Higgins ist mir auch komplett vergangen. Also erstmal ist der Weg nur wirklich nicht einfach zu fahren. Und wir sind jetzt in Tortell. Und Tortell ist voll scheiße. Nein, also wir jetzt übertrieben, aber also Tortell ist so eine Ansammlung von Häusern, die völlig aneinander gepfropft sind und für Touristen hergerichtet. Also man kann hier echt ganz, ganz teure Sachen für ganz viel Geld kaufen, die irgendwie etliche Kilometer hier angekarrt sind. Und die ganzen Touristen kommen hier an irgendwie mit diese ganzen mit ihren Rucksäcken und suchen sich dann hier ein Hostel. Und ja, aber wir sind trotzdem total glücklich hier zu sein, weil wir sind nämlich am zum allerersten Mal in unserem Leben am Pazifik. Wir haben es geschafft, wir sind am Pazifik angekommen. Und jetzt werde ich gleich meinen Finger in den Pazifik reinstecken, weil ich habe den Pazifik noch nie gesehen in meinem Leben. Also bis hier ist also eigentlich auch nur der Rio Baker, aber es ist ein Fjord, wo wir sind. Und der Rio Baker, der färbt es hier alles schön türkisfarben mit seinem Sediment. Aber schlussendlich ist hier die erste Verbindung zum Pazifik und das ist der Hauptgrund, warum wir hergefahren sind. Angereichert, wirklich angereichert mit Nährstoffen. Lecker, lecker, lecker. Und mittendrin, doch sind die süß. Der Ort von hier sieht richtig schick aus, aber auch nur von hier. Und wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Wir haben es geschafft. Wir haben die Carretera Austral geschafft. Wir haben es echt geschafft. Da ist er doch endlich. Endlich meine vernünftige Sicht. Das ist doch schön. Also von hier sieht ja Tortell echt cool aus, also so mit dem Fjord und dem Eis da oben, dem Wasserfall und so, das ist schon einzigartig. Nur, wie gesagt, in der Stadt selber ist einfach nur eine Touristenpresse. Caleta Tortell ist der Ort, an dem wir umkehren. Wir müssen die ganzen 500 Kilometer wieder zurückfahren. Es geht Richtung Norden, wir wollen Patagonien langsam verlassen, weil die Tage kürzer werden und der Winter kommt. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Hasta la próxima. Ciao.